So, heute wollen wir mal die Dicronorina micans Kokons checken. Ich hab letzte Woche schon einen Kokon aufgemacht und dort war ein schönes Weibchen drin. Wollen wir mal gucken. Ich habe gefühlt, dass hier in dem Kokon eventuell auch schon ein fertiger Käfer sitzen könnte. Denn wenn man den Kokon so leicht dreht, merkt man hier jetzt keinen. Merkt man hier nicht mehr, dass hier noch eine Puppe drin sein könnte. Es könnte aber auch sein, dass ein totes Tier drin ist. Ich würde mal sagen, wir machen es mal so ganz vorsichtig auf. Hier vorne. Gucken mal ganz vorsichtig hier rein. So, was hier drin vorgeht. Das könnte, wie gesagt, auch eine tote Puppe sein. Was haben wir jetzt hier? Eine Puppe? Oder ist es jetzt die Puppenhaut? Ich muss es mal von hier vorne noch mal aufmachen. Gerade mal von hier vorne noch mal reingucken, weil ich jetzt nicht weiß, ob hier hinten das jetzt die Puppenhaut ist. Ob es jetzt die Puppe direkt ist. Nee, also hier ist nur eindeutig die Puppe. Nee, hier ist auch keine Puppe mehr. Hier ist eine tote Larve drin. So wie das aussieht. Ja. Das hat man natürlich auch immer mal wieder. Ja, hier also eindeutig schön zu sehen. Die tote Larve. Ja. Gut, auch damit muss man leben in der Käferzucht. Gut. Okay. Ein kleiner Verlust. Halb so wild. Hier ist alles noch. Eine Puppe. Ja. Eindeutig noch zu merken, hier zu spüren, dass hier drin sich noch was bewegt. Und das ist immer ein klares Zeichen dafür, dass noch eine Puppe drin ist. Schade, das war eigentlich ein schönes Tier. Na, hier nochmal zu sehen. Die tote Puppe, die tote Larve. Ja. Kann also immer mal passieren. Okay. Die würde ich jetzt entsorgen. Gut, und dann schauen wir ich sage mal, in 3 Wochen nochmal, wie es mit den anderen Kokons aussieht. Gut, vielen Dank.